Maxi, wir sind hier bei einer weiteren Folge Enter the Gungeon. Und wir machen mal eine Runde hier mit dem Marine. Und schauen mal, wie weit wir hier kommen. Ich muss zu meinem Übel gestehen, ich habe ein, zwei Spiele ohne euch gespielt. Aber das war auch nur, weil ich Besuch hatte und unbedingt noch was spielen wollte und so und was zeigen wollte. Und deswegen habe ich ein, zwei Ründchen gespielt. Ich hoffe, es wird mir nicht so verübelt. Von daher gucken wir mal, wie der Run so wird. Alle mit euch unter den Kronleuchter, damit ich auf den Schalter schießen kann. Oh nein, die Handgranaten. Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, aber... Okay. So, hier haben wir schon mal eine Kiste. Ach, der gute alte Shades Revolver. Den hatten wir schon mal in der Pistolenhelden-Folge. Der ist richtig gut. Also fand ich. Der macht auf jeden Fall Bums. So, hier haben wir noch nichts. So, das haben wir auch. Hier ist eine Munitionskiste, einfach merken. Und hier haben wir so ein Secret. Schätze ich einfach mal. Nein, ich habe euch ja gesagt, dass ich mich immer so ein bisschen einlese in die Spiele, die ich euch zeige. Zwar habe ich das noch nicht ausprobiert, aber man kann dieses Feuer mit so einem Wasserfass löschen, um in so einen Secret-Bereich zu kommen. Jetzt muss ich das Wasserfass nur irgendwie dahin kriegen. Ja, so. Und dann los geht's. Trotzdem werde ich hier noch den Boss machen, damit wir noch eine Pistole oder ähnliches abstauben können. Weil das ist ja nun mal wichtig, ne? Dass man alles mitnimmt, was man mitnehmen kann. Was in diesem Secret-Bereich ist... hier liegt ja noch ein Item. Hätte ich beinahe vergessen. So. Haben wir das? Okay, so. Und jetzt. So, das öffnet dann eine Tür in den Secret-Bereich. Und das nehmen wir mal mit. Vielen Dank auch. Assi. RR. Ich weiß nicht, wer das war. So, und der führt wohl in so ein... Ja, eine Secret-Kanalisation. Man braucht allerdings zwei Schlüssel dafür. Und zwei Schlüssel aufzutreiben ist ja nicht immer so einfach, ne? Von daher gucken wir, ob wir überhaupt in den Secret-Bereich reinkommen. So, was haben wir da aber bald? Na, hätte mich beinahe hier erwischt noch. Das Maul. Warte, ne, hier ist nur so ein Vogel. Da ist ja immer noch was. Bestimmt nur oben einer und dann... So, einen Schlüssel haben wir schon mal. Für den Secret-Raum. Der wird auch schon auf der Karte angezeigt, hier unten nämlich. Also der ist nicht immer da unten, das war jetzt einfach, weil der schon angezeigt wird. So, aber mehr weiß ich auch nicht über diese Secret-Ebene. Ich weiß nur, dass man so dahin kommt. Aber wir brauchen ja noch einen zweiten Schlüssel. Das können wir uns jetzt einfach mal angucken, was da ist. So, hier sind nämlich zwei Schlösser und dann kommt man erst da runter. Und deswegen brauche ich noch einen zweiten Schlüssel. Den Boss werden wir, ja, habe ich ja schon gesagt, den Boss nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir von ihm ja einen Schlüssel, also von dem Boss. Hier können wir schon mal keinen kaufen, nur die Leuchtpistole und die will ich jetzt nicht unbedingt. Aber dann schauen wir einfach mal weiter. So, hier ist schon mal der Boss. Den machen wir direkt auch einfach mal. Gucken wir mal, wen wir kriegen. Ach, die Zwillinge. Bop.
Das sind die Zündhut-Zwillinge. Die erinnern mich so ein bisschen an die Gurglings von Isaac. Aber hey, nur weil sie zu zweit sind. Sind auch relativ einfach. Also ich finde in der untersten Ebene den Thronkönig am schlimmsten und am einfachsten die oder den Vulcan Raven oder den Pigeon oder was auch immer das ist. Taube, Falke. Ich glaube, es ist eine Taube. So, kriegen wir hier noch irgendwie zwei Items. So, das hier. Der Phönix, den hatten wir schon mal. Das ist die so eine Feuerpistole. Und was ist das? Meistergeschoss. Erste Kammer. Schauen wir da mal, was das macht. Seltener Artefakt zeigt, dass die erste Kammer gemeistert wurde. Okay. Das heißt, ich habe alles gefunden in der ersten Kammer, oder was soll mir das sagen? Religiöse Texte des Kultisten des Ordens legen nahe, dass es eine Verbindung zwischen der großen Waffe und dem großen Geschoss gibt. Okay. Vielleicht habe ich wirklich alles hier geschafft. Und deswegen habe ich das bekommen. So, haben wir noch irgendwie eine Auswahlmöglichkeit, um ein zweites Schloss zu finden? Ja, wir haben hier noch einen Raum, den wir noch nicht erkundet haben. So, ich wechsle mal hier auf den Phönix. Irgendwo hatten wir doch auch noch eine Munitionskiste liegen. Ich glaube, relativ am Anfang. Oder irre ich mich? So, hier haben wir auch nichts bekommen und hier ist bestimmt ein Schatzraum. Ja. Eine schwarze Kiste, was da wohl drin ist. Gucken. Blitzpatronen, schockierend. Die machen bestimmt Blitzschaden. Verbindet Projektile durch Lichtbögen. Das ist ja cool. Das schaue ich mir mal an. Ja, das ist ja echt geil. Und das geht mit jedem Projektil, oder was? Ja. Wenn man jetzt ein Maschinengewehr oder sowas hätte. Das ist ja geil. Das ist richtig cool. Das hat sich ja gelohnt, ne? Hier haben wir auch noch einen Raum. Ah, den hätte ich vielleicht abchecken sollen. Aber ich gehe jetzt weiter. Das ist echt cool. So, runter geht's. So, Kammer 2. Ja, wir haben ein Secret geöffnet. Ich weiß nämlich jetzt, wie man, diese Stellen, die ich in der ersten Folge versucht habe zu öffnen, öffnet, indem man ein Nichts verwendet, oder in dem Fall jetzt, wenn die Rüstung platzt, wird ja auch ein Nichts verwendet, sozusagen. Und so kann man die Wände aufsprengen. Ach, da haben wir hier den Sarkophag wieder. Ich dachte, ich werde noch erwischt hier. Ja, da erwischt der mich. Aber wir haben ja genug Leben durch die Kammer, die wir gekriegt haben. Heißt aber nicht, dass ich jetzt hier unendlich Schaden fressen muss. Ich wechsle mal wieder auf den Phönix. Der schießt ein bisschen schneller. So, hier haben wir Kraftzahl wieder am Start. Und noch ein Nichts. Haben wir nicht bald mal genug davon? Man kann nie genug davon haben, denn es klärt Kugeln. Da haben wir eine Munitionsbox, die sammeln wir mal auf. Dann haben wir wieder schön für den Shades Revolver. Hier ist eine Lunte. Explodiert das gleich? Ich weiß nicht, was da passiert, von daher. Gucken wir doch einfach mal. Geht das offen oder verschwindet das? Es verschwindet. Naja, dann ist das halt so. Wir hätten eh keinen Schlüssel dafür gehabt, von daher.
Nee. So. Aber der lässt nicht verbinden, weil der zu langsam ist im Schießen. Die Kugel. Nur so ein bisschen, leider. Beruhigt euch mal da hinten. Aber da ist irgendwo so ein Schamane oder Zauberer, der die bufft. So, hier mal Schild und Munition. Jetzt geht aber los hier. Lass mich in Ruhe. So. Dann wieder so ein Klotz. Höp, höp. Noch ein Klotz. So, das war's? Nee, da müsste noch einer kommen. Oh, wieder so ein Sarkophag. Ja, komm her. Hättest du gedacht, wa? Kannst mich hier auseinandernehmen. So falsch gedacht. So. Ja, der rechnet mit, der ist fies. Der ist, hat in meine Laufrichtung geschossen. Was ne fiese Möb. Das ging ja relativ schnell. Zauberer! Oh, ein Feuerball. Oh nein, ich brenne. Jetzt nicht mehr. Zum Glück. Aber Leben wird langsam knapp, ne? Gucken wir mal, ob wir hier was Ordentliches kaufen können. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel und eine Tommy Gun. Ja, nehmen wir doch mit. Dann können wir nämlich schön immer Blitze schießen. Und den Schlüssel nehmen wir auch mit. Kann ja nicht schaden, ne? So, jetzt gehe ich aber mal wieder zurück. Da war nämlich noch eine Patrone. Dann kann ich mich wieder schön heilen. Für so eine Kleinigkeit. Und dann erkunden wir mal weiter. So. Das ist nämlich gut mit unseren Blitzkugeln, wie man sehen kann. Und da habe ich das Leben auch schon wieder verloren. Mein Gott. Hier haben wir den Bossraum. Den machen wir direkt mal. Gucken, wen wir kriegen. Ach, der Beholster. Der ist richtig schwer. Gegen den habe ich einmal gespielt. Der hat mich so auseinandergenommen. Weil der deckt einen nur mit Shit ein. Zielsuchraketen, allen möglichen. Nein, da habe ich in die falsche Richtung. Oh, ich hasse diesen Wichser. Der gibt einem richtig Feuer unter den Hintern. Aber das war ein guter Run. Bis dahin. Euer Mike. Sieh!